Moin und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 20. Spieltag. Endstand zwischen Hannover 96 und dem SC Paderborn 3:4. Bei mir begrüße ich wie gewohnt die beiden Cheftrainer und die ersten Worte gebühren wie gewohnt dem Gast, Herr Kwasniok. Ja, vielen Dank. Ich glaube, beide Trainer haben vor dem Spiel angekündigt, dass es ein wildes Spiel werden kann. Und genauso ist es gekommen, wobei ich gerne auf die ersten 4 Minuten verzichtet hätte. Aber wahrscheinlich wie mein Kollege eben auch auf die 6. Minute. Das ist immer so im Fußballsport. Und Fakt war, dass wir wussten, Hannover wird uns extrem hoch anlaufen, versuchen uns zu erdrücken in der Arbeit gegen den Ball. Und wir haben halt in den ersten paar Minuten gedacht, dass wir das alles klein lösen können. Konnten die Bälle vorne, wenn wir mal länger gespielt haben, nicht festmachen. Und dann liegst du 0-2 hinten, denkst du, bist im falschen Film. Aber was die Mannschaft dann abgeliefert hat, das ist schon à la Bonheur gewesen. Wir sind nicht ungeduldig geblieben, haben unsere Positionsstruktur nach und nach gefunden. Dabei hat natürlich der Schnellanschlusstreffer absolut geholfen und ich glaube, dass es dann absolut verdient war, um mit 2-2 in die Halbzeit zu gehen. Auch wobei Hannover dann noch kurz vor der Halbzeit eine gute Einschussmöglichkeit hatte. Mit dem Halbzeit Wechsel dann auch bei uns strukturell haben wir das Spiel, fand ich, immer besser in den Griff bekommen und ja, haben dann, glaube ich, auch verdient irgendwo 4-2 geführt. Natürlich gibt es dann eine strittige Szene nach einem langen Ball, wo Hoffi dann so ein bisschen den Ball unterschätzt und insofern kann das Spiel dann auch da mal anders ausgehen, wenn es einen Elfmeter gegen dich gibt, aber ansonsten fand ich, dass wir bis auf die Aktion vor dem 3-4 schon auch alles unter Kontrolle hatten und unterm Strich verdient als Sieger vom Platz gehen. Wünsche Stefan und Hannover 96 natürlich weiterhin alles Gute und ansonsten freuen wir uns sehr über den Dreier hier in Hannover, insbesondere nach dem 0-2 Rückstand. Vielen Dank. Herr Kwasniok, vielen Dank fürs Erste. Stefan, wie lautet dein erstes Fazit zum Spiel? Ja, erstmal danke dir, Lukas, und natürlich Glückwunsch zum Sieg. Ich gehe nicht ganz mit dir mit. In vielen Dingen hast du das Spiel schon beschrieben. Eins vorweg, ja, wir haben verdient verloren. Ich glaube aber nicht, dass wir verdient mit 2-2 in die Kabine gegangen sind, sondern das war eine 100%ige Torschuss von Sedi Teuchert, die wir leider nicht machen. Und ich glaube schon, dass wenn wir dann nochmal das 3-2 machen, das Momentum, das sicherlich nach dem 2-2 bei Paderborn lag, auf unsere Seite zu ziehen. Auf der anderen Seite, was bleibt zu sagen? Ich glaube, dass viel besser ein Spiel nicht beginnen kann. Die Jungs haben das umgesetzt, was wir wollten. Wir haben immer wieder angepasst, Situationen, die Paderborner dann erzeugen wollten mit Überzahl am Flügel. Für mich ist es einfach so, wenn du hoch und intensiv anläufst, dann ist es mit der einfachste Ball, einen langen Ball zu verteidigen. Das kriegen wir momentan nicht hin. Wir verteidigen die Bälle dann ins Zentrum, sodass wir den zweiten Ball nicht bekommen, weil wir aus dem Zentrum heraus nur mannorientiert verteidigen. Statt mit Pass nach vorne zu stechen, das sind Themen, dann verlierst du den zweiten Ball. Wir schieben mit der Kette nicht nach und so kriegst du das 1-2, eine Minute nachdem du es 2-0 machst. Das 2-2 ist mir unerklärlich. Ist mir unerklärlich, wie man so ein Tor bekommen kann. Das sind meine zwei erfahrensten Spieler, das muss man auch ganz klar sagen. Und dann gehst du in die Kabine, nimmst dir viel vor. Kriegst es 3-2 aus einer Überzahlsituation am Flügel. Zweikampfverhalten. Und in der Situation kannst du nicht immer von uns erwarten, dass die Jungs dann vorne noch mehr anlaufen, noch intensiver anlaufen und 4 oder 5 Tore schießen. Das reicht einfach nicht in der zweiten Liga, um Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, es liegt ja auch eindeutig auf der Hand, wenn du 3 Spiele, 9 Gegentore kriegst, wo unsere Problemzone ist. Und deswegen sollten wir uns alle mal in Hannover auch vielleicht fragen und nicht immer nach dem Stürmer fragen, sondern ich glaube, es liegt auf der Hand, wo unsere Probleme sind. Danke. Stefan, vielen Dank fürs Erste. Dann ist jetzt Zeit für Ihre und eure Fragen. Ein kurzes Handzeichen gerne und der Kollege eilt mit der Mikrofonangel herbei. Dirk Tietenberg, HZNP, macht den Anfang.
Ja, los zusammen, Herr Stefan. Ron hat es eben auch kurz gesagt, eine der besten Defensiven der Hinrunde, das ist jetzt vorbei, wenn wir uns jetzt die drei Spiele angucken. Tatsächlich ist man es ja hier jetzt auch nicht so gewohnt, über die Verteidigung nach der Hinrunde jetzt so zu sprechen. Was ist denn da in der Zwischenzeit passiert? Die lange Pause hat die Abläufe gestört, Dreierkette ist auch nichts Neues mehr, da wird nicht mehr durchgeschoben, beide Außen, also beide Flügelspieler sind an der Linie gebunden, weil die Innenverteidiger nicht nachrücken und so weiter und so fort. Da gibt es halt ganz viele Dinge, die halt vorher funktioniert haben, jetzt nicht mehr. Was ist da kaputt gegangen? Es ist gar nicht so viel kaputt gegangen, Dirk. Wir haben da auch schon drüber gesprochen. Wir hatten in vielen Situationen in der Hinrunde einen überragenden Keeper. Das darf man auch nicht vergessen. Und der Ansatz ist, dass wir permanent an unserer Dreierkette, Viererkette immer wieder im Defensivverbund arbeiten, mit unseren Doppelsechser davor. Ich bin eigentlich ein Trainer, ähnlich wie Lukas, der eigentlich so viele offensive Spieler wie möglich aufs Feld packen will. Ja, und wir müssen defensiv reinpacken, damit wir Punkte holen. Das ist Fakt. Und deswegen, wir sprechen immer Aufstieg, Aufstieg, Aufstieg. Wir haben nach der Hinrunde ganz klar gesagt, diese Mannschaft kann nicht aufsteigen. Ja, wir müssen jetzt erstmal wieder an die Basics kommen, Tor verteidigen, versuchen zu Null zu spielen, um Spiele zu gewinnen, um das ganze Positive, was wir uns aufgebaut haben über die Hinrunde hinweg, ja, machen wir uns mit drei Spielen fast schon alles kaputt und das nervt mich brutal. Ganz außen, einmal gerne Name und Medium. Matthias Reichstein, Westfalenblatt. Herr Kwasniok, vielleicht können Sie noch mal ein bisschen beschreiben, die ersten Minuten. Sie haben gerade gesagt, Sie haben gedacht, Sie sind im falschen Film, aber was ist in Ihrem Kopf so vorgegangen? Gibt es heute richtig Lack oder das haben Sie nach dem 0-2 gedacht? Und vielleicht noch eine Frage nach Kai Kleefisch, was mit dem ist. Ja, im falschen Film deswegen, weil es 0-2 stand und wir haben das Problem, dass wir vor dem 0-1 den Ball in den Halbraum spielen und in dem Fall hat es der Ju nicht geschafft, den Ball festzumachen und eine offensive Spielfortsetzung hinzubekommen. Das war ärgerlich, hat aber dann mit zunehmender Dauer sehr, sehr gut hinbekommen und auf der anderen Seite war es halt mal ein individueller Klops vom Jannis, der bisher eine Bombenrückserie spielt, war jetzt nicht ganz topfit ins Spiel gegangen, muss aber dann sagen, wie er sich da rausgearbeitet hat und diese Stabilität an den Tag gelegt hat, das ist ein Entwicklungsschritt bei ihm. Das war in der vergangenen Saison vielleicht noch anders und ja, also hast es natürlich nicht vorgehabt, aber es gilt, das abzuschütteln, zu akzeptieren und trotzdem am Plan festzuhalten. Und so wie die Jungs das dann gemacht haben, war es halt à la Bonheur. Und ich glaube, das war für Hannover auch nicht ganz so einfach, weil wir keinen klassischen Neuner bei Börner hatten, sondern immer wieder die Halbräume überladen wollten. Und das ist uns dann, wie gesagt, ganz gut gelungen. Beim Kai ist es so, dass er ja nach dem Foulspiel Probleme in seinem Fußgelenk, welches operiert worden ist, hatte. Hat es ja dann noch bis in die Halbzeitpause so einigermaßen geschafft, aber hat keinen Sinn gemacht. Und in dem Fall war es ja so, dass der Maxi Rohr glücklicherweise einen genialen Einfall hatte vor dem 3-2 mit dem Tunnler. Und ja, so ist der Fußball. Du musst dranbleiben, auf deine Chance warten und dann da sein. Das hat Maxi heute gut hinbekommen. Einmal hinten in der letzten Reihe. Herr Leitl, wie ist denn das zu erklären, dass so ein abgeklärter Spieler wie Börner bei dem Elfmeter da so reingeht? Der Leipertz orientiert sich ja raus und nicht zum Tor hin. Gibt es dafür eine Erklärung? Sie haben es schön erklärt. Gegner, keine Chance, um ein Tor zu erzielen, weg vom eigenen Tor. Ja. Ich muss ihn nach außen drängen. Kann maximal den Rückpass zulassen oder steuern so, dass wir in eine 2-gegen-1-Situation kommen. Ja. Falsche Entscheidung getroffen. Elfmeter, 2-2. Der Kollege nebenbei, genau. Herr Leitl, Marvin Hinrichsen, HNA Göttingen. Haben Sie eine Erklärung, warum die Mannschaft nach dem 2-0, nach dem Anschlusstreffer so verunsichert gewirkt hat? Ich meine, nach einem 2-0 hatte man das Gefühl, wow, das sind grandiose Minuten, die jetzt gerade gespielt werden. Und nach dem Anschlusstreffer war eine Verunsicherung in der Mannschaft zu sehen. Haben Sie eine Erklärung dafür? Ich fand es nicht verunsichert. Ich fand es ein offenes Spiel. Und
wo sicherlich der Spielansatz von Paderborn besser war als unser Ansatz im eigenen Ballbesitz, was auch irgendwo zu erwarten war. Die sind mit 6 Punkten gestartet, wir mit 0. Und trotzdem haben wir mit einem Tor geführt. Und ich habe jetzt keine große Torchance gesehen, oder es war nicht zu erwarten, dass Paderborn den Ausgleich erzielt von jetzt auf mal, weil eine Welle nach der anderen kam. Also wir waren, das war alles okay, nur nachdem oder wie wir die Tore bekommen, das ist einfach, ja, so darf ich keine Tore bekommen und so darf ich auch nicht verteidigen. Wenn man sich das zweite Tor ansieht, wie wir eine Spieleröffnung betreiben, dass ein Ball mal verspringen kann, aber es ist einfach, es sind Themen, die wir permanent bearbeiten und immer wieder einfordern und ja, Spieltag, ja, wir spielen Börner den Ball in den Rücken, der Ball springt auf, Ron muss den Ball klären, das ist eine maximale Drucksituation, einfach den Ball zum Einwurf klären und so bringen wir uns in Situationen, die nicht gut sind und ja, dann ist das Spiel ausgeglichen und wenn es ausgeglichen ist, dann ist Paderborn schon auch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ja. Der Paderborner Kollege nochmal. Ja, quasi auch Ihr Kollege Stefan Leitl hat gerade gesagt, Hannover ist kein Aufstiegskandidat. Was ist denn der SC Paderborn für Sie? Ja, eine gute Mannschaft, würde ich sagen. Stefan Leitl hat gesagt, eine sehr, sehr gute Mannschaft. Aktuell haben wir 35 Punkte und wenn du ein Wörtchen mitsprechen willst, bis zum Schluss brauchst du halt nun mal roundabout 60 Punkte. Und das ist sowohl für Hannover als auch für uns möglich. Vielen Dank, Luke. Also außer ich habe einen Rechenfehler. 14 mal 3. Ja. Es wären nur 32 bei uns. Hm. Gut. Möglich. Alles ist möglich, es ist immer alles möglich. Florian Krebs von der Bild macht weiter. Ja, moin zusammen. Erstmal Glückwunsch nach Paderborn an Herrn Kwasniok und eine Frage an Stefan, um vielleicht auch mal in positivere Fahrwasser vielleicht in der PK auch mal zu kommen. Du hast Tadel Momolu eingewechselt und ihm so zu seinem ersten Zweitliga-Einsatz verholfen. Warum hast du ihn als allerersten eingewechselt und wie warst du mit seinen ersten Minuten zufrieden? Ich glaube, es ist schon angebracht, auch mal Kritik üben zu dürfen. Ja, es ist nicht alles rosarot. Okay, ja. Wir loben, glaube ich, auch sehr viel. Ja, wir haben ja in der Halbzeitpause umgestellt auf ein 4-2-3-1 bzw. ein 4-3-3, wollten die Flügel besser zubekommen und dann ist er der Spieler, der auf dem rechten Flügel, was seine beste Position ist und deswegen kam er als erster zum Einsatz. Ich glaube, er musste sich erstmal ein bisschen schütteln. Hat ihm schon eine gewisse Nervosität angemerkt. Aber dann war er auch im Spiel, hat gute Momente auch gehabt. 1-1-Situation, tolle Flanke noch geschlagen. Wenn wir ein bisschen mehr Näschen haben, kommen wir da vielleicht zum Kopfball. Ja, einfach ein Spieler, den wir fördern wollen und ja, der seine Schritte auch noch gehen wird und der noch viele Minuten bei mir bekommt. Lars Beike von der Bild. Nochmal eine Frage an dich, Stefan. Es war über die Szene schon gesprochen worden. Maxi Bayer kurz vor der Halbzeit, diese Situation so ein bisschen ähnlich wie St. Pauli letzte Woche. Wie hast du es gesehen? Gab ja eine kurze Beratung, kein Elfmeter. Wie war es aus deiner Sicht? Ja, es war die Szene in der zweiten Hälfte dann, als Yannick Dehm Superball in die Tiefe spielt. Ja, wie immer, keine klare Fehlentscheidung und somit ist in Bayern, sagt man, der Käse gegessen. Florian Krebs von der Bild. Bleib ich auch noch mal beim Personal. Louis Schaub war nicht im Kader. Ja, Louis, ja, sorry, hab ich vergessen. Louis ist, hat sich gestern Abend noch abgemeldet. Der ist krank, der hat Fieber. Und deswegen haben wir dann Ekin nachnominiert, um im Kader zu stehen. Und ja, jetzt werden wir gucken, wie es ihm dann geht. Und ob er dann, also ich glaube jetzt nicht, dass er morgen beim Training ist, aber dass er dann Anfang nächster Woche dann wieder mit einsteigen kann.
Damit ist alles beantwortet. Unseren Gästen wünschen wir eine gute und sichere Heimfahrt. Bedanken uns für das Interesse und sehen uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin. Ciao.